begrüße Sie zu diesem ersten Pressegespräch mit dem neuen Erzbischof von Hamburg, Dr. Stefan Heese aus Köln. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind zu diesem ersten Gespräch. Was haben wir vorbereitet für Sie? Einmal gutes Wetter schon. Das sah gestern noch ganz anders aus, aber in Köln auch, soweit ich weiß. Das waren die Trauertränen. Okay. Der Erzbischof ist gewählt worden vom Hamburger Domkapitel. Dompropst Franz-Peter Spitzer leitet das Domkapitel. Er wird einige einleitende Worte sprechen. Dann wird Erzbischof Dr. Heese ein Statement abgeben und steht Ihnen für Fragen zur Verfügung. Nach Ende des Pressegesprächs gibt es dann noch die Möglichkeit für O-Töne und kurze Einzelinterviews. Ein Hinweis noch, das Pressegespräch wird übertragen. Von daher sind Sie gebeten, gleich in der Fragerunde auch Ihre Fragen in ein Mikrofon zu sprechen. Die werden Ihnen angereicht, damit Frage und Antwort beide gut hörbar sind. Herr Dompropst, bitte ich um Ihr Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren der Medien, lieber Erzbischof Stefan, ich durfte gestern um 12 Uhr offiziell bekannt geben, wer der neue Erzbischof von Hamburg ist, nachdem die Medien bereits am Freitagnachmittag diese Meldung über den Ticker geschickt haben. Wie Sie wissen, ist es im Grunde, glaube ich, fast unmöglich, Personalentscheidungen, wenn Sie mehr als drei Personen kennen, so geheim zu halten, dass Sie nicht doch irgendwann bei den Medien landen. Gestern um 12 Uhr durfte ich bekannt geben, wer unser neuer Erzbischof ist. Und Bezug nehmen auf das, was Erzbischof Stefan eben sagte, würde ich ganz gerne auch einfach meine persönlichen Gründe nennen. Ich glaube schon, dass wir wussten, warum wir dich im Kapitel gewählt haben. Ich habe gestern gesagt, zum einen, weil ich ihn kannte. Rom hatte uns eine Dreierliste geschickt, aus der wir als Kapitel einen neuen Erzbischof zu wählen hatten. Das Zweite, Sie werden sich sicher daran erinnern, dass wir im vergangenen Jahr über 350 Personen im Erzbistum Hamburg befragt haben, was sind die aktuellen Herausforderungen für unser Erzbistum für die nächsten Jahre. Und als wir vor der Wahl standen, haben wir uns im Kapitel auch diese Liste wieder vergegenwärtigt. Und für mich war eindeutig klar, dass Erzbischof Stefan jemand ist, dem ich zutraue, dass er auf diese Herausforderung, vor der wir im Erzbistum Hamburg, aber gleichzeitig in der katholischen Kirche insgesamt stehen, wirklich voller Vertrauen zupackend angehen kann. Und ein dritter Grund für mich war es auch, bei allem Respekt vor dem Alter, ich selber werde in diesem Jahr auch schon 65 Jahre alt, ich war in der Gründungsphase seit 95 hier im Erzbistum Hamburg tätig, dass es einen Generationswechsel gibt. Von daher freue ich mich, dass wir im Erzbistum Hamburg auch den jüngsten Bischof der Bischofskonferenz demnächst haben werden. Und gemeinsam, wie gesagt, freue ich mich auf die nächsten 27 Jahre mit dir als Erzbischof in unserem Erzbistum Hamburg. Herzlich willkommen noch einmal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbrüder, die Ernennung zum Erzbischof von Hamburg hat mich persönlich sehr überrascht und auch, das muss ich sagen, zunächst und auch immer noch sehr innerlich berührt und aufgewühlt. Als ich den Anruf bekam, es war freitagsabends, die Nachrichten waren gerade durch, da hat es mir erstmal die Sprache verschlagen und irgendwie dachte ich, hast dich jetzt verhört, sodass ich den Diözesanadministrator gebeten hatte, das doch nochmal zu wiederholen. Ja, wir haben dich heute Nachmittag zum neuen Erzbischof von Hamburg gewählt. Die beiden sind dann
ein paar Tage später zu mir nach Köln gekommen und haben versucht, mich da anzuwerben oder anzuwärmen, je nachdem, wie man das so ausdrückt, für den Norden Deutschlands. Ich habe dann hin und her überlegt, ich habe das mit meinem geistlichen Begleiter beraten und dann schließlich nach allem Nachdenken mein Ja dazu gesagt, mein Atzum gesprochen und zu dem stehe ich und deswegen komme ich nach allem inneren Bewegungen jetzt auch gerne hierhin und ich freue mich heute Morgen zum ersten Mal so richtig hier in Hamburg anzukommen und da zu sein und bin froh über den schönen Empfang, der mir da gleich am Flughafen, aber auch jetzt im Dom, im Mariendom von vielen Menschen gemacht wurde. Ich danke nochmal ausdrücklich dem Hamburger Domkapitel für die Wahl, auch für das Vertrauen, das darin zum Ausdruck kommt. Ihr hättet ja auch anders wählen können. Aber ich nehme das mal als Vertrauensbeweis und das als eine gute Grundlage für den Dienst und für das, was mich hier erwartet und will mich bemühen, mit vielen Menschen, auch natürlich mit dem Domkapitel, gut zusammenzuarbeiten zum Wohl der Kirche und der Menschen in dieser Region. Ich danke auch von hier aus unserem Papst Franziskus, weil ich es schon als etwas Bewegendes finde, dass ich Erzbischof von Hamburg werden kann und ernannt werde durch diesen Papst, von dem wir im Moment eine hohe Motivation und einen hohen Rückenwind für die Kirche in der Gesellschaft erfahren dürfen, der uns nochmal ganz neue Impulse setzt. Und ich hoffe, manches von dem, was Papst Franziskus für die Weltkirche initiiert, aufgreifen zu können und ein bisschen Schwung und Weitergabe zu bringen für das Erzbistum Hamburg. Hier oben weht ja immer ein Wind und ich hoffe, dass auch ein guter Wind und Geist in unserem Erzbistum weht und viele Gedanken und Aufbrüche von Franziskus auch in Hamburg fruchtbar werden. Wen bekommen Sie denn jetzt hier so als Erzbischof? Wer ist das, der jetzt hier vor Ihnen steht? Ich will ein paar Sätze zu mir selber sagen. Sie können manches natürlich in den Presseunterlagen nachlesen, aber vielleicht ist es ganz schön, so ein paar O-Töne zu hören. Ich meine, Hochdeutsch reden zu können, aber ich bekomme immer wieder mit, dass man diesen rheinischen Singsang offenbar in meiner Stimme wiedererkennt. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht abstellen können, den werde ich auch nicht verstecken. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin, wie ich bin. Und nehmen Sie mich so, wie ich bin. Ich denke an dieses berühmte Bonmot von Konrad Adenauer. Du musst die Menschen nehmen, wie sie sind. Es gibt nämlich keine anderen. Und das gilt für Sie hier in Hamburg. Das gilt für mich als der neue Hamburger Bischof. Ich bin 1966 in Köln geboren, bin da zur Schule gegangen und sagte eben schon, der Dom hier in Hamburg erinnert mich sehr stark an meine erste Heimatpfarrkirche, St. Vitalis in Köln-Müngersdorf, ein neoromanischer Bau, der auch so hell jetzt wiederhergestellt ist nach Renovationsarbeiten von Professor Rudolf Schwarz, einem berühmten Architekturprofessor, der auch im kirchlichen Bereich viel gemacht hat und dessen Frau heute noch in dieser Gemeinde lebt. Wir sind dann nach 10 Jahren verzogen in den Nachbarort nach Junkersdorf. Das ist alles noch Kölner Westen. Und für die Fußballfans, das ist sozusagen diesseits und jenseits des Müngersdorfer Stadions, heute Rhein-Energie-Stadion, da, wo der FC Köln so mal rauf, mal runter geht. Ich bekenne aber gleich reumütig, ich bin jetzt kein ausgesprochener Fußballfan. Stattdessen habe ich als Kind und Jugendlicher auch in Nachbarschaft des Stadions viel Leichtathletik gemacht. Die Spezialisten unter Ihnen kennen den ASV Köln. Da war ich aktiv und habe da viel gemacht. Mittlerweile versuche ich mich ein bisschen sportlich fit zu halten durch dieses und jenes.
damit man so die Puste nicht verliert. Was mich sehr geprägt hat, ist unsere Familie, die ist sehr klein, meine Eltern leben noch und ich bin der Jüngste und der Älteste gleichzeitig. Ich will sagen, ich habe keine Geschwister. Das ist von daher natürlich sehr bewegend gewesen, letzte Woche, nachdem es dann klar war, meinen Eltern diese Botschaft zu vermitteln, weil sie können sich denken, wenn der Sohn so auf die 50 zugeht, dann sind die Eltern auch nicht mehr so ganz jung. Der Vater ist im 81., die Mutter etwas jünger. Da fragt man sich, wie geht das weiter? Das fragen die sich, das frage ich mich. Und von Köln aus kann ich natürlich mal eben nach Hause fahren und mich um dieses und jenes kümmern. Das wird von Hamburg schwierig. Ich bin froh, dass meine Eltern das so gut aufgenommen haben. Die sind natürlich stolz auf ihren Sohn, aber sie machen sich natürlich auch gewisse Sorgen. Aber sie haben auch schon zu erkennen gegeben, also so Ostern und Weihnachten, das ist doch selbstverständlich, da kommen wir zu dir nach Hamburg. Das finde ich eigentlich schön, dass sie sich so auf den inneren Weg auch machen, sich damit selber auch auseinanderzusetzen, denn ich glaube, die haben sich ihr Leben auch ein bisschen anders vorgestellt, als das jetzt so kommt. Meine Eltern haben eine Bäckerei gehabt, die sind jetzt im Ruhestand, aber hatten einen eigenen Betrieb und ich will das deswegen sagen, weil das zu meiner Prägung dazugehört. Ich komme also aus einem Geschäftshaushalt, da steht man früh auf und geht früh ins Bett. Das ist in Bäckereien so, da muss hart gearbeitet werden. Ich war nie der Typ, der jetzt in der Bäckerei, in der Backstube gearbeitet hat, aber ich habe viel geholfen im Laden. Und ich glaube, dass das auch für meine persönliche Entwicklung nicht von Nachteil gewesen ist. Ich habe da nämlich gelernt, mit Menschen umzugehen. Und ich glaube, dass die Erfahrung an der Theke, im Kundenservice, vielleicht nicht die unwichtigste in meinem Leben war und ist, die mir heute zugutekommt. Wie ich heute manches sehe an Linien, die sich in meinem Leben entwickelt haben und ich hoffe, vieles von dem als neuer Bischof für Hamburg auch fruchtbar werden zu lassen. Nach dem Abitur in Köln bin ich dann direkt zum Studium gegangen in Bonn und dann bin ich immerhin bis Regensburg gekommen. Habe da mein Freisemester gemacht und anschließend das Studium in Bonn vollendet, meinen Abschluss, bin danach Diakon geworden und dann 1993 im Kölner Dom zum Priester geweiht worden. Kam dann in, na vielleicht darf ich das hier sagen, ich sollte eigentlich nach Düsseldorf. Und ich muss das erklären, also wenn ein Kölner nach Düsseldorf gehen soll, dann ist das im Erzbistum Köln schon etwas ganz Besonderes. Aber bevor ich kam, hat der Pfarrer einen Herzinfarkt bekommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das mit mir zusammenhing. Die ersten Begegnungen waren ganz freundlich. Also die Stelle habe ich nie angetreten. Die Personalabteilung hat mich direkt zuvor woanders hin versetzt, nach Bergheim an die Erft. Da bin ich gekommen in das Bergbaugebiet, das wir im Erzbistum Köln haben. Garzweiler 2 und sowas kennen Sie vielleicht auch. Da sind ganze Teile abgebaggert worden und in diesem Terrain durfte ich dann 4 Jahre ungefähr als Kaplan wirken. Hatte mich darauf eingestellt, eine zweite Kaplansstelle woanders antreten zu können, aber das kam nicht, sondern ich wurde dann in die Priesterausbildung versetzt nach Bonn und mein Chef damals war Rainer Wölki. Wir zwei haben damals im Collegium Albertinum begonnen und die Studierenden in der Studienphase begleitet. Und in dieser Zeit konnte ich dann auch nebenher eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, ausgerechnet über die Theologie der Berufung bei dem Schweizer Theologen Hans Urs von Balthasar, der für mich so ein ganz wesentlicher theologischer Impulsgeber seitdem auch ist. Und dessen Werk ist schier unerschöpflich, ganze Meter im Bücherregal, sodass einem da nie der Stoff sozusagen ausgeht. Und ich sagte eben schon zu jemandem, ich glaube, so eine Doktorarbeit, die schreibt man nicht nur für andere, sondern da kommt
auch immer etwas von sich selber zum Ausdruck. Und irgendwo habe ich da über Berufung geschrieben und vieles von dem, was ich geschrieben habe, begleitet mich als Priester und wird mich auch jetzt weiter begleiten als Bischof. Das sind sehr grundsätzliche und wichtige Überlegungen. Und damit möchte ich eins zum Ausdruck bringen. Mir liegt sehr daran, so eine geistliche Note mitzubringen und auch eine theologische. Ich glaube, wir haben als Kirche etwas zu sagen, wir haben eine Botschaft zu bringen und ich meine, dass man die auch gut vermitteln kann. Ob die immer angenommen wird, das liegt an der Freiheit des Einzelnen, so wie Gott niemanden zwingt, sondern immer die Freiheit des Menschen wahrt. So muss auch die Kirche immer mit der Freiheit des anderen leben. Und das meine ich sehr positiv. Das ist ein hohes Gut. Und eine erzwungene Glaubensentscheidung ist sowieso unlebbar und falsch, hält nicht. Aber wenn sie von innen in Freiheit wächst, dann ist das etwas Wichtiges. Und damit muss sie auch immer rational verantwortet und begründet sein. Und deswegen liegt mir sehr an der Theologie. Und ich will versuchen, auch in meinem Dienst das einzubringen. Das Bischofsamt ist ja auch ein Lehramt. Und das heißt nicht immer nur, dass der Papst irgendwelche Ex-Cathedra-Entscheidungen von sich gibt, sondern das heißt einfach, den Glauben verkünden und auch begründen, einsichtig machen, damit möglichst viele Leute ihn verstehen und annehmen können. Und das, glaube ich, ist auch im säkularen Umfeld dieser Diözese etwas ganz Wichtiges. Wir haben nicht nur eine Botschaft für uns, sondern für andere Menschen. Und es ist wichtig, mit denen darüber ins Gespräch zu kommen. Und dabei gibt man den Verstand nicht auf und ab. Und bei allem Theologischen immer auch das Geistliche. Balthasar hat einmal deutlich gemacht, eine Theologie, die nicht geistlich ist, eine Theologie, die nicht ins Gebet führt, ist letztlich unnütz und verfällt. Und von daher liegt mir das Theologische, aber auch das Geistliche sehr am Herzen. Und wenn ich so gesagt habe, 27 Jahre Hamburg können da vor mir liegen. Die Grabstätte haben wir ja jetzt schon besucht. Also die Perspektive ist dann klar. Vielleicht gibt es auch noch den Ruhestand dazwischen, so wie bei Erzbischof Thyssen jetzt. Aber dieses Geistliche, das bringe ich jetzt nicht sozusagen wie so einen Brühwürfel mit, in dem alles drin ist. Und den lösen wir dann jetzt 27 Jahre auf und dann schütten wir immer ein bisschen mehr Wasser drauf, damit wir dann immer noch eine Suppe, aber wahrscheinlich dann immer eine dünnere Suppe genießen können. So nicht, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, als Priester und erst recht auch als Bischof ein geistlicher Mensch zu sein, ein betender Mensch, der mit Gott in Kontakt ist und der aus dieser Beziehung einfach mitteilt, was er selber empfangen hat und versucht, andere davon zu begeistern. Insofern glaube ich, leben wir immer aus dem Heiligen Geist. Als der Administrator und ich eben noch zusammen bei Erzbischof Thyssen waren, sind wir zuerst in die Kapelle gegangen und dann hat, es war schon bewegend, der Erzbischof einfach aus dem Herzen gebetet, und zwar kräftig um den Heiligen Geist. Und diesen Geist wünsche ich mir, erbitte ich mir für meinen Dienst. Diese Gegend hier oben ist für mich ziemlich, aber nicht ganz, terra incognita. Ich habe eben gesagt, von einer Konferenz kenne ich hier dieses Haus. In der Kapelle bin ich mal gewesen, da haben wir Gottesdienst miteinander damals gehalten. Wir haben, wie gesagt, die Hafen City besucht, aber es war Schmuddelwetter und ich habe mir sagen lassen, das soll es schon mal geben. Nicht immer, heute ist es ja schön, aber jedenfalls der damalige Personalreferent Ansgar Habichhorst, der hat uns dann schnell irgendwo zum Essen hingeführt, damit es einfach wärmer wurde. Also insofern kenne ich ein bisschen Hamburg und muss es natürlich viel besser kennenlernen und auch hoffentlich lieben lernen. Aber ich kenne ein paar Orte und zwar vom Urlaub. Als Kind
bin ich mit meinen Eltern mal mit dem Schiff Richtung Helgoland und ich weiß noch, wie wir dann da ausgebootet wurden und von dem großen Dampfer auf die Insel rüber gegangen sind. Das ist ja überschaubar, Helgoland, aber es hat ja irgendwo was. Das wird der nördlichste Punkt des Bistums sein. Dann habe ich mal kurz Sylt besucht. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Inseln, die zur Diözese dazugehören. Ich kenne Büsum. Ich bin mal vor vielen Jahren in Urlaub gewesen an der Mecklenburgischen Seenplatte. Eine sehr schöne Gegend. Und da habe ich auch ein bisschen was erfahren können, was mir jetzt vielleicht hilft. Wir haben damals unser Quartier in Waren an der Müritz aufgeschlagen und sind von da aus mal hier, mal dahin, also zum Beispiel Güstrow, an die Küste oben, Wismar und was weiß ich, was wir alles so besucht haben, Bad Doberan. Der Administrator wusste gar nicht, wie dieser Zug da heißt. Ich kann es jetzt auch nicht mehr sagen. Ich weiß, dass von Bad Doberan nach Heiligendamm der Molly, also es war so eine Dampflok oder so etwas, die konnte man da, kann ich mich noch daran erinnern, die Backsteingotik, der Barlach und was es da so alles gab, das war schon sehr imposant. Ich habe mich aber damals ein bisschen geärgert und habe gedacht, wenn du jetzt nochmal dahin kämst, dann würdest du kein Standquartier aufschlagen, sondern dann würdest du reisen und mehrere Quartiere benutzen. Denn mir ist da deutlich geworden, es ist verdammt groß. Weite Wege, die man zurücklegen muss, große Landschaften. Also mir fiel dann jetzt in diesen Tagen ein weites Feld. Und der Nuntius, dem ich das dann so sagte, als er mir gratulierte am Telefon, ich sage ein Riesenbistum und dann sagte er einfach nur, das können Sie alles evangelisieren. Also ein schöner Auftrag und eine schöne Mission. Ich freue mich auf die Begegnungen mit vielen Menschen hier in der Kirche, aber auch über die Kirche hinaus, über Gespräche, natürlich auch über Gottesdienste. Wir haben eben über Wallfahrten miteinander gesprochen. Ich freue mich auch über Gottesdienste in kleinen Gemeinden. Das müssen ja nicht immer Riesenhochämter sein, sondern man kann auch sehr würdig und sehr schön Gottesdienst feiern in kleinen Gruppen. Und das ist mir auch ein Anliegen. Köln ist das mitgliederstärkste Bistum in Deutschland und Hamburg ist das flächenmäßig größte Bistum mit 400.000 Katholiken. Ich bin gespannt auf diese Situation und es warten ja auch eine Reihe von pastoralen Herausforderungen auf mich. Ich habe gehört von dem pastoralen Prozess, den 2011 noch Erzbischof Thyssen in Kraft gesetzt hat mit den pastoralen Leitlinien. Aber ich weiß auch, dass das noch ein langer Weg ist. Die Gemeinde am Flughafen, die war ganz stolz, mir eben zu verkünden, wir sind Pilotprojekt. Das passt ja am Flughafen auch ganz gut, dass man da Pilot ist. Die Hälfte der pastoralen Räume sind so ungefähr auf dem Weg, aber die andere Hälfte, die liegt noch so in den Anfängen. Also da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir sind eine Kirche des Aufbruchs und wir sind nicht eine Kirche, die sich in den Sessel zurücklehnt und sagt, wie schön alles ist und lasst man es doch so, wie es ist, sondern Christsein heißt immer aufbrechen. Das habe ich schon immer so gesagt und bin auch oft genug aufgebrochen, aber ich sage das jetzt auch im Brustton der Überzeugung, weil natürlich der Aufbruch von Köln nach Hamburg ein riesiger ist und ich jetzt am eigenen Leib erlebe, was das bedeutet. Ich freue mich jetzt hier zu sein und in einigen Wochen, und das geht ziemlich schnell, am 14. März soll die Weihe und Einführung sein, einfach dann beginnen zu können. Ich habe den Eindruck, in ein gut aufgestelltes Erzbistum kommen zu dürfen und deswegen danke ich meinem Vorgänger von dieser Stelle ausdrücklich für seinen 11-jährigen Dienst, den er hier geleistet hat als Erzbischof von Hamburg. Ich danke dir, lieber Ansgar,
für deine Aufgaben, die du seinerzeit als Generalvikar wahrgenommen hast und jetzt als Administrator. Ich kann mich da ganz gut hereinfühlen und reindenken. Ich danke den beiden Weihbischöfen Norbert Werps und Hans-Jochen Jaschke für ihren Dienst, aber auch dem Domkapitel, dem Dompropst an seiner Spitze und einfach allen Mitbrüdern, die in den Gemeinden ihren Dienst tun, in der Kategorialseelsorge und wo auch immer, auch den pastoralen Mitarbeitern, Männern und Frauen im pastoralen Dienst, den vielen Religionslehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen und allen möglichen, die in diesem Riesenerzbistum an irgendeiner Stelle als Christen leben und arbeiten. Dieses Bistum umfasst drei Länder: Hamburg, Schleswig-Holstein und den mecklenburgischen Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Und damit gehören ganz viele Orte und Städte dazu. Ich habe mal auf die Karte geguckt: Flensburg, Schleswig, Kiel, Lübeck, Rostock, Hamburg und viele kleine Orte und Städte mitten dazwischen. Und das heißt natürlich auch mit einer langen Geschichte, mit einer verschiedenartigen Geschichte, die sicher nochmal zwischen der Großstadt Hamburg und den anderen Teilen sich sehr stark unterscheidet. Und wenn ich das recht sehe, wenn man mal so vom besonderen Status vom Erzbistum Berlin ausgeht, dann hat dieses Erzbistum Hamburg, glaube ich, als einziges Bistum einen West- und einen Ostteil. Und zwar nicht nur wie im Bistum Fulda, da gibt es das auch, aber da ist das so ein kleines Dekanat im Osten gewesen. Hier ein großer Teil in Mecklenburg, der die große Erzdiözese ausmacht. Da bin ich gespannt, diese Mentalitäten, diese Eigenheiten zu hören, zu sehen, zu erfahren. Und ich glaube, man darf hier nicht alles über einen Kamm scheren, sondern muss sich dieser Verschiedenartigkeit bewusst sein. Um ein bisschen reinzukommen, bin ich, nachdem das jetzt so klar war und ich letzte Woche ein bisschen Zeit hatte, mal in die Buchhandlung gegangen. Da wusste es ja noch keiner und in Köln gibt es auch große Buchhandlungen, da fällt das gar nicht so auf. Und habe mal geguckt, was gibt es denn so an Reiseführern, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und so. Gibt es eine ganze Menge, die habe ich nicht gekauft, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht kriegst du ja das ein oder andere geschenkt. Liegt ja nahe, also so als kleiner Tipp. Ich habe dann ein Buch gekauft und leider habe ich das heute Morgen vergessen in den Koffer zu tun, sonst hätte ich im Flugzeug schon ein bisschen daran schmökern können. Das heißt, Gebrauchsanweisung für Hamburg. Ganz neu irgendwo so auf den Markt gekommen, scheint so vom ersten Eindruck ganz gut zu lesen zu sein. Vielleicht hilft mir das so ein bisschen da reinzukommen und zu erahnen, wie die Leute hier so ticken. Ich habe eben schon im Dom gesagt, sprachlich muss ich mich umstellen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel kölsche Eigenheiten sage. Ich werde das dann merken am Unverständnis, das mir auf dem Gesicht der anderen dann sicher entgegenschlagen wird. Machen Sie also dann kein freundliches Gesicht, wenn Sie mich nicht verstehen, sondern zeigen Sie mir, hör mal, du bist hier in Hamburg und nicht mehr in Köln. Hier musst du anders reden. Also ich kann Kölsch, das fällt mir nicht schwer, bin nicht der allerjeckste Karnevalist, kann da was mit anfangen, aber das Rheinische und die Heimat liegt mir am Herzen. Und hier oben, da schwart man eben nicht, sondern da schnackt man. Und da gibt es noch viele andere Idiome, die ich halt lernen werde. Ich glaube, wie gesagt, dass die Diözese gut aufgestellt ist und glaube, dass sie auch finanziell ganz gut da steht. Es sind andere Dimensionen als Köln. Aber ich glaube, dass man ein Bistum nicht definieren darf über den Haushalt. Das gehört dazu, das ist wichtig, aber das sind letztlich alles Mittel, die für die Pastoral und damit für die Menschen einzusetzen sind. Und ich habe mit Aufmerksamkeit wahrgenommen, dass hier in Hamburg die Transparenz groß geschrieben wird. Wir in Köln gehen da Schritte. Und eine meiner letzten Tätigkeiten als Generalvikar wird noch eine große Pressekonferenz zur Transparenz der Finanzen im Erzbistum Köln sein, so wie wir das schon vor einiger Zeit
angekündigt haben. Aus den Kölner Verhältnissen weiß ich, dass gerade die Finanzen, und ich sage hier nur das Stichwort Limburg, zu einer massiven Vertrauenskrise vieler Menschen gegenüber der katholischen Kirche geführt haben. Ich möchte schon versuchen, alles dran zu setzen, um dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Wir leben als Kirche nicht mit dem Rücken zur Gesellschaft, sondern mitten in ihr und damit auch mit deren Fragen, Problemen und Herausforderungen. Und wir feiern in diesem Jahr das Konzilsjubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils und eine der wichtigen Dokumente ist die Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes. Und da heißt es ganz am Anfang: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Jesu. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Also alles soll im Herzen der Christen Widerhall finden. Ich hoffe, dass ich ein großes Herz habe, dass es immer geweitet wird und dass ich hier nicht an Herzensverengung erkranke. Und im Wappen des Erzbistums, mit solchen Dingen muss man sich ja jetzt auch rumschlagen, habe ich bisher nie so beachtet, habe ich nur gesehen, dass im Hinblick auf den seligen Nils Dehnsen ein Herz verzeichnet ist. Das finde ich ganz schön, eben zu sehen, auch du musst ein weites Herz haben und überdies, Gott sei Dank, ist in dem Wappen ja auch ein Stern, natürlich Stella Maris und aus dem Hamburger Stadtwappen, aber der erinnert mich ganz gewiss auch an den Stern, dem die drei Könige gefolgt sind, die wir ja im Kölner Dom verehren und auf dem kleinen Türmchen des Kölner Doms, der ist dann vielleicht immer noch größer als die Türme des Mariendoms. Auf dem kleinen Dachreiter des Kölner Doms ist kein Kreuz, sondern ein Stern. Und von meiner Wohnung kann ich diesen Stern sehen. Ich finde das sehr schön, diese Brücke von Köln nach Hamburg schlagen zu können. Nichts Menschliches, das nicht in den Herzen der Jünger Christi seinen Widerhall fände. Ich fühle mich da inspiriert, auch wenn ich an die Weltstadt Hamburg denke. Mir war gar nicht, als ich die Nachricht erfuhr, bewusst, dass Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands ist. Ich hätte immer an eine andere gedacht, nicht Köln, sondern nach Berlin an eine andere, etwas weiter südlich. Aber es ist Hamburg und das zeigt, dass hier das Leben pulsiert. Aber es gibt eben auch noch andere große Städte. Ich denke etwa an die ganzen Städte an der Küste, an Kiel, an Rostock. Das sind ja Städte, die sozusagen Tor zur Welt sind. Und das, glaube ich, ist auch eine Verpflichtung für die Kirche von Hamburg. Und die Menschen, die hier hinkommen, die können uns nicht egal sein, zumal die Menschen mit ihren Schicksalen und mit ihren Nöten. Und die gibt es sicher auch hier. Lassen Sie mich ein Wort sagen zu der Flüchtlingsthematik. Ich bin froh, gesehen